Also ich möchte mich nochmal ausdrücklich dafür entschuldigen. Also normalerweise hat dieser Kanal hier ein wahnsinnig hohes Niveau. Entschuldigung. Es gibt Momente. Ja. Ja. Um meine Adel zu zitieren, ich gucke den Schmied an. Leroy Jenkins! Und renne auf ihn zu, um ihn. Versteht jemand Zwergisch? Ja. Ja, du hast schön so auch auf die letzte Korrespondenz gepisst und ja, es ist getan. Ich soll auf den Briefbeschwerer brunzen, schreibt drauf. Auch das hast du getan. Und, du hast in die Schublade scheißen. Das mache ich nicht. Nein. Wir haben ja immer noch Niveau. Ja, ja, also okay. Es gibt Grenzen. Ja, gut. Okay, möchtest du die Schublade denn mal öffnen? Ich denke darüber nach, in sie reinzukacken und mache sie deswegen auf. Mhm. Und dann entscheide ja, ich. Nee, das machst du nicht. Die ist nämlich zu. Das Lenkrad in der Hand. Und neben dir sitzt Phil. Nicht Phil Diva. Dein Phil. Dreht sich zu dir um. Und du siehst, die Hälfte seines Gesichtes ist verbrannt. Ich hebe das in dieser Szene irgendwie existierende Diktiergerät. Phil, ich fürchte, du bist auf eine sehr grauenhafte Art und Weise gestorben. Sämtliche Anweisungen, die ich hinterlassen habe, gelten unter diesen Umständen natürlich nicht mehr. Jonna, hörst du ihn? Du kannst dir jetzt auch einreden, dass es nicht deine Schuld war. Aber Fakt ist, ich bin tot. Seit 4 Jahren nun. Und all das wird sich niemand anhören. Und dann macht es Klick, 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 Klick. Klick, 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 klick. Um dich herum sind überall Audioaufnahmegeräte und du hörst Phil, 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 Phil. Und du verlierst 6 geistige Stabilitätspunkte. Ja, wer seid ihr denn so? Ja, ich bin Praiolian, wohlbetuchelt, bekannter Schmierfink, beziehungsweise bekannter Reporter und Schreiber von vielen Klatsch- und Tratsch-Geschichten im Gemälde am Praios-Tag. Ich bin kein Horasia, ich finde das alles sehr merkwürdig hier. Ja. Genau, du kommst woher? Aus dem zentralen Mittelreich? Irgendwie. Ja, aus Gareth. Ihr seht immer noch Bedienstete mit Canapés an euch vorbeieilen. Es gibt immer wieder. Das ist jetzt legal, habe ich gehört. Getränke, die. Plus 14. 14. Das reicht tatsächlich, um mit dem Menschen den Elkor zu treffen, als deine improvisierte Wuchtwache. Wie viel Schaden macht so ein Mensch? Sekunde. Nicht viel Schaden macht ein Mensch als Waffe. Der ist weich, wenn man kommt. Der Mensch gibt auf jeden Fall ein sehr ersticktes Schreien, ein Schrei von sich und dann nichts mehr, als du mit ihm in den Tentakeln auf den Elkor einschlägst. Der ein schmerzhaftes Aufjaulen. Ich kann nicht fassen, was hier passiert. Bitte haltet den Hanna von mir ab. Vage Panik. Ich glaube, er will mir die Augen aus dem Kopf reißen. Ja, sah ein bisschen so aus und er hat ein bisschen Ähnlichkeit mit Blasto. Überrascht und etwas erleichtert durch die Ablenkung. Ja, nicht wahr? Die Ähnlichkeit ist wirklich bemerkenswert. Und draußen hörst du... Wofort hören Sie auf, mit dem Tretrad rumzuspielen? Was? Ich stehe hier mit Ihnen im Raum! Scheiße! Dann zur Tür und rausschauen, wer mit dem scheiß Dreirad rumspielt. Okay. Hast nach rechts... Also das war die Ansage, was mein Charakter macht. Also, ich sag dir zu Wofort, jetzt raus! Doch nicht gerade! Die Klamotten sehen allerdings ultra lächerlich aus. Das sieht so ein bisschen aus wie das, was Samus manchmal... Armenisch. Ja, nicht direkt armenisch, aber so im Stile. Ne? Also auf jeden Fall nichts, was ein ärmerer Römer oder Grieche tragen würde. Hosen? Ja, tatsächlich auch. Und so ein weites Gewand drüber mit verschlungenen Zeichen drauf, sehr bunt. Herzlichen Glückwunsch, der Witcher ist frisch geölt. Das klang jetzt deutlich schlimmer, als ich mir das ausgemalt habe. Sehen wir das Theatron der lieben Herrin im Glorienschein, gemeißelt in den Stein hängen. Wir fahren hinein, wir sehen auf der Bühne. Du bist dran. Auf der Bühne ist es fast absolut still. Und auf der Bühne sieht man ein sehr minimalistisches Bühnenbild, eine orange leuchtende Mondin, die fast
wie magisch über dem Boden schwebt und darüber ist ein Banner, wo drauf steht Kalimba Klimperklang. Und man sieht eine kleine, zierliche Gestalt auf der Bühne sitzen. Und Kalimba Klimperklang setzt zum letzten Refrain des Liedes »Ich geb dich nicht auf« an und das Publikum singt mit. Ich werd dich nie zum Weinen bringen, ich lass dich niemals gehen, mein Kind. Glaub mir, dass ich die Wahrheit sag, ich bleib bei dir. Tosender Applaus. Lächelt, verbeugt sich und geht hinter die Bühne. Ja, für einen kurzen Augenblick hörst du gar nichts. Das ist immer so. Und dann bricht der Applaus erst los. Vor allem die ersten Reihen, deine Verehrer und Verehrerinnen stehen vorne voll begeistert. Aber vielleicht bewege ich mich trotzdem ein bisschen heimlich vorwärts und trotzdem mal mit Schatten der Gefahr. Was soll schief gehen? Oh, alles! Alles geht schief. Sehr gut. Perfekt. Klaut ihr gerade die Fiole? Ich habe sie ihm gegeben, damit er sie anal untersucht. Das ist doch also lustig. Schön. Wann bekommen wir die Ergebnisse dieser Analuntersuchung? Morgen Nachmittag. Bis dahin wird sicher nichts Schlimmes passieren. Was tust du hier? Versuche ich es nochmal langsam und leiser. Ich meine, ich habe wohl... Ich denke, ich habe ein Nickerchen gemacht. In einer Schweinesohle. Im Nirgendwo. In einem zerstörten Dorf. Völlig besoffen. In einer Schweinesohle. In einem verlassenen Dorf voller Schweine. Völlig besoffen durchaus einiges erklären könnte. Ich gucke an Mirai und Schmiere vorbei. Oh, das neue Gesicht. Ja, das ist Yin. Wir reisen seit ein paar Tagen miteinander und zufälligerweise hierher, wo wir dich treffen. Sie ist nicht der Schatz, oder? Sag bitte nicht, dass sie der Schatz ist. Oh, ich hoffe nicht. Ich kenne viele Leute, die was anderes behaupten würden. Wolltest du nicht auf Hose? Über was machst du hier? Du wolltest doch ganz woanders sein. Ich rappel mich auf und ich wanke auch ein bisschen. Und Dir fällt schnell auf, dass dir ein Stiefel fehlt. Oh, der rechte oder der linke? Der nicht ganz so wichtige. Da du schon mal hier bist die letzte Zeit jetzt hier mit Piggity und Frederick zu tun hattest, weißt du, wo du bist? Wie geht es den anderen? Genau, Karte, Hintergrund. Und so viele Karten, so viele Ebenen, zu viel. So, jetzt einmal ein Pickwood Bay. Der Road 20 Song von Ben. Ja, auch ein guter Abspannsong. Zu viele Karten und zu viele Ebenen. Und jetzt rück ich die falsche. So ein Scheiß. Wo ist denn die Ebene, die ich will? Sie ist hier. Ja, wunderbar. Das hat jetzt mal geklappt. Und wir spielen heute mit einer etwas anderen Zusammensetzung an Spielenden und auch mit einer etwas anderen Zusammenstellung an Figuren. Und Anlass dafür ist der Martin, der bei uns heute zu Gast ist. Und dazu gleich ein bisschen mehr, denn Martin macht etwas ganz Tolles. Er arbeitet mit seiner Stimme und zwar macht er ganz tolle Hörbücher. Das kannst du bestimmt auch regeln, oder? Ich werde es gern versuchen. Aber was ist denn mit unserer Frau Fischfinger? Können wir die hier quasi alleine lassen? Ja, von oben, von unter dem Dach. Hatschi, hatschi, hatschi. Ich glaube, mitnehmen könnte unter Umständen tödlicher für sie sein. Gut, gibt es noch irgendetwas, was ihr auf dieser Feier machen möchtet? Ich will ins Bett gehen. Bitte was? Ich will ins Bett gehen. Janine ist offensichtlich sehr müde. Ich will noch was zu trinken abgreifen, ja. Das ist dringend nötig. Ihr greift euch noch so ein Tablett-Kanapee. Kirschkuchen. Will, ich fürchte, du bist auf eine sehr grauenhafte Art und Weise gestorben. Kirschkuchen. So viele Karten.
Zu viele Ebenen. Kirschkuchen. Zu viele Karten. Zu viele Ebenen. Nur viele Karten und zu viele Ebenen. Und jetzt rücke ich die falsche. So ein Scheiß. Das ist nicht gut. Zu viele Karten. Zu viele Ebenen. Zu viel. Nur viele Karten und zu viele Ebenen. Und jetzt rücke ich die falsche. So ein Scheiß. Wo ist denn die Ebene, die ich will? Sie ist hier. So viele Karten, so viele Ebenen. So, jetzt sind wir in Pipupe. Das ist nicht gut. So, jetzt sind wir in Pipupe. Ich habe keine Ahnung, was wir hier tun. Kirschkuchen. So viele Ebenen.